Diese langen Beine gehören der 17-jährigen Alexandra Burkhardt, ihres Zeichens Sprint- und Weitsprung-Spezialistin beim LAZ Inn. Dieser jungen Sportlerin haben sich schon so manche Hindernisse in den Weg gestellt, die sie aber bisher alle gemeistert hat. Das höchste davon sorgte sogar für eine Art Wendepunkt in ihrer Karriere. Ich habe 2009 am Becken einen knöchernen Sehnenabriss gehabt. Und da habe ich dann eben passiert die ganze Saison und dann bin ich eben zum Franz gekommen. Ja, und seitdem geht es bergauf. Der Franz, das ist Franz Wandinger, der nach dieser schweren Verletzung der Heimtrainer von Alexandra wurde. Und diese Zusammenarbeit entwickelte sich zu einem Glücksfall. Ja, das ist oft so bei sehr großen Talenten, dass sie sich sprunghaft entwickeln. Und am meisten beeindruckt mich an Alexandra ihre mentale Stärke. Sie ist sehr locker im Training wie im Wettkampf und dennoch konzentriert, also genau die Eigenschaften, was die amerikanischen Leichtathleten auszeichnet, die sehr lässig sind, sehr locker sind und dennoch, wenn es darauf ankommt, immer topfit sind und sehr konzentriert sind. Und diese tollen Eigenschaften stellte Alexandra heuer schon eindrucksvoll unter Beweis. Ja, also ich war in der Halle, bin die deutsche Jugendhallenmeisterin geworden über die 60 Meter. Und ja, zweimal bayerische Meisterin über die 60 Meter Hürden und auch über die 60 Meter. Und ja, im Länderkampf war ich dabei, U20. Hallenmeisterin wurde sie übrigens ebenfalls im Altersbereich U20. Sprich, sie setzte sich gegen Athletinnen durch, die teilweise 3 Jahre älter sind als sie. Deshalb war der Länderkampf in Japan nicht der einzige internationale Einsatz. Alexandra lief Anfang Juli bei der U18-WM in Frankreich die 100 Meter Hürden und aktuell kommt sie aus Tallinn, wo sie bei der U20-EM in der deutschen Staffel zum Einsatz kam. Das ist eigentlich eine Vorbereitung, denke ich, für spätere Jahre. Nächstes Jahr geht die U20-Weltmeisterschaft in Barcelona, kommt da. Und dann geht es in den Frauenbereich rein. Und wenn man sich in der U18 schon mal bewährt hat, denke ich, dann kann man wesentlich leichter dann den Übergang in den wesentlich schwierigeren Erwachsenenbereich schaffen dann. Aber wenn eine das Zeug dazu hat, dann Alexandra. Weiterhin ist Alexandra hervorzuheben, dass sie ja sehr intaktes Umfeld hat, also in der Schule und im Elternhaus, alles passt. Was auch sehr wichtig ist, dass sie sich in die Zukunft weiter sportlich entwickelt. Ja, also das klappt eigentlich ganz gut. Ich trainiere 4-mal in der Woche und ja, wenn irgendein Lehrgang ist oder so, dann gibt man auch die Schule dafür frei und so geht das eigentlich, so kriege ich das alles ganz gut hin bis jetzt. Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass alle weiteren Hürden in ihrer Karriere ausschließlich auf der Tatanbahn zu finden sind.